Jetzt hat er endgültig einen an der Waffel. Am Waffelburger. Waffel. So ein Ding ist das nämlich. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute machen wir einen Waffelburger. Und warum? Weil der 25. März ist der internationale Tag der Waffel. Und, ey, gibt es einen besseren Grund? Nein. Und deswegen legen wir auch los. Da hinten unten bei mir in der Küche mit dem Waffelburger. Für unseren Waffelburger brauchen wir natürlich Waffeln. Könnt ihr selber machen, aber für so einen geilen, schnellen Snack kann man sich auch gute Waffeln kaufen. Ich nehme auch extra so kleinere hier. Die kann man wunderbar, ne, hier so später zum Burger bauen. Burgerfleisch hier fertig von der frischen Theke. Bacon, Cheddar und jetzt, Achtung, festhalten, Karamell. Also Karamellsirup, beziehungsweise Sirup mit Karamellgeschmack. Ihr könnt aber auch Ahornsirup nehmen oder Honig, aber holt euch mal diesen Karamellsirup. Das ist der Burner dazu, ohne Scheiß. Ja, und daraus machen wir unseren Waffelburger. Ganz ohne Mayo, ganz ohne Ketchup. Aber mit einem verdammt neugierigen Kater. Hey, raus aus der Schublade. Raus. Raus. Hier war ich stehen geblieben. Ich musste den Kater eben aus der Schublade entfernen. Der hat Fleisch gerochen. Dann dreht er durch. Ab an die Pfanne, wollte ich sagen. Meine Grillpfanne. Stufe 4 von 6. Gerade angemacht. Und jetzt legen wir schon mal den Bacon an. Ein. An. Und knuspern uns den eben so auf, wie wir ihn haben möchten. Bei Bacon gibt es so viele Meinungen, wie braun, wie schwarz zum Teil, wie knusprig er zu sein hat. Für mich zählt da nur eine Meinung, nämlich die desjenigen, der es essen möchte oder der es zubereitet. Weil Bacon ist dann genau richtig, wenn du ihn am besten könntest. So einfach ist das. Und das ist bei manch einem eben richtig dunkel, knusprig und bei anderen eben eher latschig. Ich bin irgendwo dazwischen. Was aber alle eint ist, Bacon ist geil. Deswegen mache ich den auch komplett. Pfanne ist ja groß genug. Wenn ihr euch jetzt fragt, ach, wo hast du denn immer so geile Pfannen und so her? Guckt mal unter das Video, habe ich verlinkt. Stoneline, gibt es einen Gutschein zu 15% auf eure Erstbestellung. Und dann habt ihr auch so geile Pfannen. Hammer! Na, der Bio-Bacon heute, der zieht sich aber ordentlich zusammen. Aber egal, wie er sich zusammenzieht, irgendwann ist er fertig. Für mich an dieser Stelle perfekt. Wenn irgendjemand sagt, nee, bitte knuspriger, doch, einfach länger drin lassen. So, irgendwann ist der Bacon dann aber auch fertig. Machen wir Platz für unsere Burger. Und legen die in unsere jetzt schön heiße Pfanne. Also die war vorher auch schon heiß, sonst hätte das mit dem Bacon nicht geklappt. Diese fertigen Patties vom Schlachter, die sind vorgewürzt. Die müssen jetzt nicht mehr gewürzt werden. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher und bequemer. Ihr könnt aber natürlich frisches Rindfleisch nehmen, kein Problem. So, nach 3 Minuten einmal gedreht und den Käse draufgelegt. Nochmal 3 Minuten. Ah, schmelzender Käse. Irgendwann sind aber auch diese 3 Minuten vorbei. Dann holen wir unseren Burger hier mal raus. Ah, guck an, der Käse hat sich schon verbunden hier. Oh. Hervorragend. Und wir nutzen die Hitze der Pfanne, um unsere Waffeln ganz kurz noch so ein bisschen anzurösten hier unten. Aber nicht lange. 20 Sekunden, 30 Sekunden. Nimm auch so ein bisschen Fleischgeschmack, Fleischfett noch mit. Ah, perfekt. Ist jetzt nichts für die schlanke Linie, das Rezept. Aber für die Seele. Für die Seele ist es was. So, 20 Sekunden sind rum. Raus damit. Heiß von unten. Bauen wir uns unseren Waffelburger. Eine schöne Waffel. Nee, andersrum. Hier war die angeröstete Seite. Da sieht man auch. Hier hin. Jetzt kriegt ihr hier schon einen kleinen Schlag Karamell. Man kann auch oben drüber mit Karamell arbeiten. Dann hat man das aber alle seine Finger. So, Karamell. Unser Patty.
mit dem Käse, ordentlich Bacon. Ich habe ordentlich gesagt. Und noch ein ganz bisschen Karamell. Jetzt denkt ihr, der hat eine Waffel. Aber Karamellsirup und Bacon und Fleisch und Käse passt mega zusammen. So, Waffel drauf und fertig ist unser kleiner Snack. Hier nochmal für euch von Nahem. Aber jetzt muss man auch mal ehrlich sein, das ist keine Fernsehschönheit, ne? Weil das ist braun in Bacon mit Karamell. Aber ganz ehrlich, da gehört auch kein Salat, keine Tomate, kein gar nichts drauf. Er muss genau so aussehen, weil erst da ist hier der Geschmack. Da ist er nochmal, hier. Und von hier, eieieiei. Der Waffelburger, ne? Das ist der Oberknaller. Optisch jetzt nicht, habe ich ja zugegeben, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, wie das schmeckt. Und deswegen kommt kein Sirup oben drauf, weil er tropft A so schon runter und B habe ich ihn dann zumindest nicht an den Finger. Oh, leck mich am Arsch. Also erstmal hier. Ne? Da ist keine Mayo drauf, da ist kein Ketchup drauf. Und trotzdem ist das Ding mega saftig und diese Kombi aus diesem weichen Waffelteig, diesem süßen Waffelteig, dann noch mit Karamell und dann das Salzige. Das ist einfach. Da. Das ist einfach eine mega Kombi. Oh, das schmeckt oberhammergeil. Oh Gott. Die 80er haben angerufen. Sie möchten ihr Oberhammergeil zurück. Ist mir egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen, feinen Video. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar in den Kommentar leisten und ein Abo auf Ehrenwaffel-Burgerbasis. Tschö! Und die Finger kleben danach wie Hulle, dass man sie ablecken muss. Aber der Geschmack ist ja auch dran. Der Oberknaller. Ah! Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.